Das Deutsche Rote Kreuz hat gestern Nachmittag in Metzingen-Glems zum Blutspenden aufgerufen. Einige Menschen kamen dieser Aufforderung in der Otto-Singler-Halle nach. Die Mitarbeiter des DRK zapften jedem Spender über die Armvene einen halben Liter Blut ab. Nach Angaben des DRK werden in Deutschland täglich bis zu 15.000 Blutspenden gebraucht, um Patienten zu versorgen. Das meiste Blut wird zur Behandlung von Krebs, Herz- sowie Magen- und Darmerkrankungen benötigt.